Und damit herzlich willkommen zum Finale hier bei Vier Dorsack und ich glaube jetzt schon zur 53. Folge von Olympia. Und Francesc direkt mit Ansage mit 1 zu 0 hier in Führung gegangen, also ein Gegentor für Grün. Das wird jetzt heftig. Es kann natürlich auch eine schnelle Runde werden heute. Muss aber nicht schnell werden. Mich würde es ja freuen, wenn es mal wieder spannend wird, wie gerade. Vor allem in einem Finale sollte Spannung immer dabei sein und immer vorhanden sein. Und das Tor jetzt hier von der Türkei, von Havid, ein Punkt. Also minus eins schon mal für Francesc. Dann ist Marokko natürlich auch noch mit am Start und das nächste Ding für Gelb. Also es geht relativ flott, aber wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen Spielraum. Oh, das nächste Ding. Schön überlistet, den Francesc. Francesc, aber jetzt auch mit dem nächsten Treffer für Blau. Alle wollen eine Medaille, also auf jeden Fall wird wahrscheinlich Marokko, höchstwahrscheinlich wird Marokko sich wieder eine Medaille holen. Und das auch wieder verdient. Aber ja, bis dahin muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Was war das denn jetzt für ein Move? Das sah richtig komisch aus. Starkes Ding, Francesc. Übernimmt den Ton in dieser Partie, finde ich. Ja, so kann es gehen. Also die Türkei scheidet wahrscheinlich jetzt doch schon früher aus. Aber der Italiener ist mega stark. Ich weiß nicht warum, aber der Typ ist echt mega. Der kann das. Also er wird sich wahrscheinlich Gold holen. Wenn er sich nicht Gold holt, dann ist das wirklich eine Überraschung, weil der Typ dominiert einfach alles. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Oh, das ist ein großer Fehler von Sulic, von Fengminis. Er kriegt das Ding. Oh, nee, kriegt er nicht. Der spielt wie Neymar in Real Life nur als Habbo. Das ist ja krank. Wahnsinn, Mann. Also mich würde ja mal interessieren, was zum Beispiel der Basti davon hält. Wenn du das siehst, kannst du gerne mal kommentieren und da ein paar Worte zu sagen, ob du das krass findest oder ob das wirklich auch irgendwas mit Cheat zu tun hat, weil das ist schon mega krass, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich mit rechten Dingen zugeht, aber ich kann mir schon vorstellen. Aber er hat richtig Speed, ne? Finde ich jetzt. Also er ist richtig schnell drauf. Keine Ahnung, wir lassen das erstmal so durchgehen. Vielleicht ist das ja auch alles legal, wer weiß. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Und oh, das nächste Ding. Wahnsinn. Also alle sind überfordert. Boah, starke Parade jetzt. Sulic noch am besten dran. Und der Italiener kriegt das Tor doch rein. Oh, jetzt kann es doch noch mal eng werden. Drei Dinger kriegt er jetzt. Einfach mal drei. Aber der Italiener, ja, er geht Risiko, aber ist auch sehr gut. Ne? Offensiv ist er mega stark. Defensiv kümmert er sich nicht so drum. Könnte vielleicht ein Faktor sein, womit er ausscheiden könnte. Ich sage ganz bewusst könnte, weil er ist
schon zu viel Offensive, finde ich, drinne. Und wenn es dann mal laggt bei ihm und er dann total offen steht, dann kann es schlecht au kann das schnell schlecht aussehen für ihn. Vor allem, wenn er jetzt noch ein Gegentor kriegt, ist er fast raus. Und ich mache jetzt eine Pause, das dauert mir zu lange. So, und weiter geht's. Und ja, das meine ich. Das ist echt offensiv. Und das ist zu offensiv. Aber er erklärt das mit einem Tor. Und jetzt ist auch Fengmirnis, Herr Gay Sulic, ein bisschen unter Druck. Nur ein bisschen. Hat jetzt zwei Gegentreffer, aber er muss auch aufpassen. Es kann doch nochmal richtig spannend werden hier. Ah, der Italiener, wenn er ausscheiden würde, das wäre eine komplette Überraschung, aber ich glaube, er scheidet nicht aus. Also er ist zu cool dafür. Er ist wirklich zu cool dafür und ja, das ist Hammer. Und das wird das Tor nicht sein. Was macht denn der Francesco da? Neymar Junior. Schön gehalten. Ah, das kommt mir alles so ein bisschen cheatmäßig vor. Also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Sulic mit dem nächsten Gegentreffer. BDH, BDH. Weiter geht's, das Tor zählt nicht, was Sulic gegen Francesco geschossen hat. Und jetzt, oh, jetzt muss er rangehen. Sulic. Sulic, ah, versucht es, den Italiener irgendwie in Bedrängnis zu bekommen, muss da jetzt selber aufpassen, dass er, oh Gott, direkt kriegt er drei Gegentreffer in Folge. Drei in Folge, muss man sich mal vorstellen. Und Sulic wird jetzt den Italiener irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Oh, Pfosten. Zum Ausscheiden bringen wollen. Oh, 4-4-4-3. Oh, jetzt die Chance zum 4-4-4-4 oder ja, 4, ja, 4x4. Leider nicht passiert. Das wäre ja mal richtig krass gewesen. Oh, jetzt ist Sulic fast raus. Du musst dahin, Sulic. Oh, Sulic ist noch nicht raus. Schön gehalten. Wow. Sponge versucht er abzuwehren, muss er auch. Sponge muss abwehren. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng für ihn. Sulic kommt an. Muss aufpassen, dass er da nicht zu offensiv geht. Lässt den Ball erstmal in der Ecke liegen. Kann man auch machen. Bis gleich.